auf Madeira fliegen in 2 Tagen oder so. Ist noch eine wichtige Sache zum Erledigen, nachdem ich eigentlich schon ein halbes Jahr lang frei. Und heute ist es soweit. Don Promillo hat sich vor einem halben Jahr das Auto gekauft. Er hat geglaubt, das war eine gute Investition, aber mittlerweile ist es leider. Ich finde es super, Alter. Super. Solange wir Good Times werden wir haben mit dem Auto. Weißt du, was ist noch gut bei dem Auto eigentlich? Alles! Es ist alles gut, außer dass es einen Rost hat. Was passiert, Bulli? Automess machen wir. Läuft schon wieder! Oder? Ja, mit der zweiten aber. Ja. Bist du zufrieden mit dem Auto? Ich bin sehr zufrieden. Also der Kauf, es hat sich sehr ausgezahlt. Ich habe zuerst überlegt, ob ich einen Pickerl machen soll, aber meiner Meinung nach zahlt sich das nicht wirklich aus. Das ist kein Auto für Pickerl, gell? Das ist ein Auto für Handbremsen und Kurven fahren. Das ist ein kompletter Matsch. Das Auto geht so gut, Alter! Das ist riesig! Das Auto geht besser als in einer Rennspur. Das bleibt einfach so in der Spur. Aber jetzt muss er doch bald einmal hin sein, oder? Das gibt's ja nicht. Die Schürze muss doch schon gerissen sein, oder? Wie lange dauert es nicht mehr, das so genau? Das ist nicht ganz dicht, Alter. Es ist nicht ganz dicht.